Ja, und damit willkommen zurück, kann man sagen, zu Battlezone Redux. Sieht aus wie das Original, ist aber glatt gelogen, ist nämlich nicht das Original. Ich wollte eigentlich erst das Original anfangen, um den Satz nochmal mit Original zu schmücken, aber wir... Naja, ich habe den Joystick einfach nicht zum Laufen bekommen, denn mit dem möchte ich das Ganze diesmal angehen. Mein guter alter Thrustmaster Wingman Extreme, bevor er hier einstaubt, habe ich mir gedacht, komm... Warum nicht? Das letzte Mal war ja Descent 2, glaube ich, dran. Mhm, ziemlich sicher sogar. Und naja, wir haben es ganz auf sehr schwierig gespielt. Das wird jetzt natürlich nicht mehr der Fall sein. Jetzt werden wir es mal auf irgendeinem Kinderschwierigkeitsgrad spielen, Mittel zum Beispiel. Denn mit dem Joystick ist es wesentlich schwieriger als mit Maus und Tastatur. Und die Kampagne, die CCA-Kampagne, die wir anstreben werden hiermit, ist schwieriger. Entschieden schwieriger. Genau, CCA, die Cosmo Communist oder Colonist Army, wie auch immer. Die Rote Brigade, die werden wir auf jeden Fall uns anschauen. Ja, einfach nur der Vollständigkeit halber. Ist härter, wie gesagt, als die, die wir schon gemacht haben, die NSDF. Wieso da oben NSA steht, weiß ich nicht. NSA? What? Oh oh, es ist das Video geflaggt, ich weiß nicht. Securing our future in space ist ganz wichtig. Aber ich würde sagen, dass ich mich an die Steuerung gewöhne. Wir haben die Grundausbildung nie gemacht, kann das sein? Hm, Luna, Mond der Erde. In dieser Mission lernen Sie, Ihren Panzer zu steuern und mit ihm zu kämpfen. Sie müssen ihn durch einen Hindernisparcours lenken, in einen Krater springen, mit mehreren Sprüngen wieder aus ihm herausgelangen und dann diverse Zielrohren zerstören. Sie können jedes geparkte Fahrzeug einsteigen, indem Sie darauf zulaufen. Soll ein Fahrzeug in der Luft schweben, können Sie ihm über Ihre Kommandoschnittstelle befehlen, sie aufzunehmen. Ich würde sagen, das machen wir einfach mal, oder? Ich würde es doch schon sagen. Ja, komm, wir starten einfach mal. Warum eigentlich nicht? Es muss ja nicht immer... Aha, kannst du schnell... Willkommen auf dem Mond, Commander. Ich werde Sie durch Ihre Grundausbildung begleiten. Der General besteht darauf, dass sich alle NSDF-Kommandoführer selbst verteidigen können. Ach was. Die Zukunft der Nation hängt von unserem Erfolg hier oben ab. Steigen Sie in Ihren Panzer und lassen Sie uns eine Testfahrt durch die Pylonen vor Ihnen wagen. Durch Drücken der Taste O wird Ihnen das Missionsziel angezeigt. Oh, steigen Sie in das Fahrzeug, zerstören Sie die beiden feindlichen Drohnen am Ende des Parcours. Aha. So, Steuerung. Ja, da werde ich mich schon dran gewöhnen. Hoffe ich doch, dass das funktioniert. Zerstören Sie die beiden feindlichen Drohnen immer noch. Ah ja, eingestiegen sind wir jetzt. Wir haben rechts unten eine Doppelminigun. Normalerweise müsste es anders heißen, aber ich habe auch die Waffenmods verändert. Gemoddet ist es wieder mal. HD, Radical HD Fahnenkreuz und die Waffen der einzelnen Fraktionen sind verändert. Okay, das steuert sich wirklich extrem. Sehr viel schwieriger, sag ich mal. Fliegen war oder springen mit E, okay. Das ist eine Mischung aus Mausi und, nee, Tastatur und Joystick. Waffen abfallen können wir auch. Moment. Ja, man hat auch die Taste L, mit dem kann man Waffen zusammenfügen, da muss man das nicht jedes Mal händisch machen. Gute Arbeit, Commander. Sie Danke. Steuern auf den Rand eines Biometallvorkommens zu. Ach ja? Fahren Sie über die Klippe und fangen Sie den Fall mit Ihren Sprungdüsen ab. Na, von mir aus. Geht natürlich auch ohne, man, wow. Und wir landen oder auch nicht. Ja. Man erkennt Redux. Jetzt Lampe. Bringen wir Sie wieder aus dem Krater raus. Springen Sie von Fels zu Fels. Begeben Sie sich an den Rand des Kraters und folgen Sie den Pylonen. Benutzen Sie Ihre Sprungdüsen an jeder Felskante. Alles klar. Man sieht die Lampe, die da unten dran klebt, die tatsächlich die Umgebung und Objekte erhält, wie man hier sieht. Die, das ist Redux. Ganz klar, das ist Redux. Ja, es läuft auch ein bisschen besser, muss ich sagen, als die... Ja, es hat schon mal gut funktioniert. Apropos läuft. Läuft auch ein bisschen besser als das Original. Von daher mich hierfür entschieden. Aber das sieht nicht gut aus. Komm schon, komm schon. Und runter mit dem Näschen. Hm, wieso? Wieso aber ist das so ein bisschen... Naja, fragwürdig hier. Weiß ich nicht. Hoppala, so, wir lernen... Wir lernen fahren. Warum nicht? Warum eigentlich nicht? So, ich gebe natürlich weiter Schub mit meinem Gefährt, deswegen kann ich da auch schnell nach vorne, während ich in der Luft bin.
Gute Arbeit, Schwebepanzer unterwegs. Fahren Sie jetzt zum Schusstraining. Fahren Sie jetzt zum Schusstraining. Dann fahren wir jetzt zum Schusstraining. Aber ich merke schon, Steuerung, oh Mann. Da habe ich mir was aufgeheizt. Vielleicht müssen wir mittendrin dann wieder wechseln, weil wir merken, oh, das wird nix. Müssen wir vielleicht wieder zurück. Ja, Schusstraining. Also ich schieß mal. Bleiben Sie für Ihre Gegner immer in Bewegung. Setzen Sie Ihre seitlichen Düsen an. Überwachen Sie Ihre Munition und Ihren Zustand anhand der Anzeigen auf dem Bildschirm. Das Gelände. Eine Verteidigungsdrohne. Die Übungsmunition feuert Kampfradius von 120 Metern. Das stimmt, aber sie macht natürlich keinen Schaden. Das wäre ein bisschen... Das wäre ein bisschen zu viel des Guten. Munitionsboni. Genau. Erhöhte Munition. So. Oh Mann, ich merke schon. Das war vielleicht keine so gute Idee. Vielleicht werde ich es dann zur echten Mission wieder ändern. Gut, machen Sie mit dem nächsten Ziel weiter. Ja, von mir aus. So, Munition sammeln wir ein. Wie gesagt, ganze Waffen sind auch verändert. Also ich schätze mal, dass die ganzen Waffenwerte und wie viel was braucht und so weiter. Jedes Fahrzeug hat hier einen unterschiedlichen Vorrat an Munition. Ich denke mal, da wird auch einiges verändert sein. So, anvisieren können wir es auch. Aha, da ist es also. Und die Entfernung natürlich. Und der Vorhaltepunkt diesmal mit dabei. Oh Mann. Gute Arbeit, Commander. Danke. Morgen werden wir die mobilen Konstruktionseinrichtungen testen. Ich freue mich drauf. So, das Ding ist explodiert. Da ist nicht mehr viel. Jetzt müssten wir eigentlich wieder ins Hauptmenü geschmissen werden. Und da ist es auch. Sehr gut, Commander. Sie haben den einführenden Manövriertest bestanden und können jetzt mit den ersten Kommandotests weitermachen. Dann gehen wir nochmal auf nächster und... Hier haben wir sie. In diesem Einsatz. Was? In diesem Einsatz lernen Sie mit Ihrer Kommandoschnittstelle umzugehen und eine M173-Kanone Badger zu kommandieren. Die Badger ist eine defensive Einheit, die sich gut zum Errichten einer Schutzzone um den eigenen Schutzpunkt herum eignet. In ihrem Zielpunkt eingetroffen geht sie automatisch mit ihrem BSB-Modul, Bodenstabilisationsbasis, einer Art Stützfuß in Position. Die sehr leichte Kanone muss sich zunächst im Gelände befestigen, damit sie den Rückstoß abfangen und zielgenau feuern kann. Feuern kann. Sie können die Badger jederzeit in eine andere Position beordern. Aha, okay, macht doch Sinn. Jedoch kann sie nicht feuern, bevor sie Position bezogen hat. Sie können die Kanone über die Kommandoschnittstelle in der linken oberen Ecke ihres Bildschirms kommandieren. Die Tastenbezeichnungen direkt neben den Texten werden sie durch das Kommandosystem leiten. Kann man auch mit dem HUD machen, mit dem Joystick? Mal gucken, ob mir das gelingt. Vielleicht auch nicht. Ist mich alles ein bisschen schwammig, deswegen nicht, dass ich dann die falschen Einheiten anklicke, dann wird es wahrscheinlich wieder über Tastatur laufen. Sobald eine Einheit gewählt wurde, können Sie anhand der Linie zum Radar die momentane Position dieser Einheit auf dem Schlachtfeld erkennen. Drücken Sie die Taste O, um sich die Einsatzziele anzeigen zu lassen. Haben wir schon gelernt. Wir tun es. Weiterhin auf Luna, dem Mond der Erde. Das ist ein Scout und Speer. Okay, Commander. Heute werden wir uns mit der Kommandoschnittstelle vertraut machen. Toll. Vor Ihnen sehen Sie eine T-7 Badger-Kanone. In Position ist die T-7 eine ausgezeichnete Abwehrwaffe. Bewegt sie sich, ist sie äußerst anfällig. Lassen Sie uns die einzelnen Schritte durchgehen. Öffnen Sie über die Kommandoschnittstelle in der oberen linken Ecke Ihres Bildschirms einen Funkkanal zur Kanone. Leuchtet ein Menü in grün. Verfügen Sie über Einheiten dieser Gruppe. Stimmt. Drücken Sie die Taste 2, um Ihre Verteidigungseinheiten zu sehen. Nein. Werfen Sie einen Blick auf die grüne Linie unten zum Radar. Mit ihr finden Sie Einheiten auf dem Schlachtfeld wieder. Ah. Am Ende der Linie auf dem Radar sehen Sie einen grünen Kreis mit einer Nummer. Drücken Sie die 1, um Ihre Kanone zu wählen. Sie können der Kanone jetzt einen Befehl erteilen. Drücken Sie erneut die 1, damit Ihnen die Kanone folgt. Bleibe dran! Gute Arbeit, Commander. Fahren Sie jetzt zum Schusstraining. Dann fahren wir jetzt zum Schusstraining. Oh. Das ist eine Pylone. Wir brauchen zusätzliche Pylonen. Erteilen Sie ihr jetzt den Befehl, Position zu beziehen. Öffnen Sie einen Funkkanal zur Kanone. Schön. Lassen Sie die Kanone Position beziehen. Zielen Sie mit Ihrem cleveren Cursor auf den Boden und drücken die Leertaste, damit Ihre Kanone hier Position bezieht. Ah ja. Ja, kann ich so machen. Ich könnte aber auch sagen, positionieren. Dann machst du das nämlich automatisch da, wo Sie gerade state. Nämlich jetzt. Da hat ein Feind. Aha. Kanone in Position. Legen Sie los. Kanone einsatzbereit. Vielen Dank. Schön. Lassen Sie die Kanone Position beziehen. Haben wir. Sie mit Ihrem cleveren Cursor auf den Boden
drücken die Leertaste, damit ihre Kanone hier Position bezieht. Aha. Darf ich es nicht anders machen? Na gut, dann eben so. Lehnen Sie sich zurück und sehen Sie zu, wie die Kanone einen Panzer zerstört. Ist kein Panzer, aber ist okay. Zieldrohne, Aktion, halt. Können Waffen wechseln, Kanone hier. Einsatzbereit. Nein, da können wir sie anwählen. Hier ist Fliegen, da ist Waffen wechseln. Hervorragend. So, und wir schießen einfach mal einen Donnerschlag und jetzt geht los. Während er sich in der Luft dreht und nicht viel tun kann. Wahnsinn, oder? Komm, wir helfen mit. Damit ist diese Übung beendet. Sehr Kommen gut. Sie zur Schlussbesprechung zum Adlerhorst 1. Alles klar. Wir sehen uns dort. Tschüss. Ja, das war ein Schlag gegen das Mikro. Egal. Einsatz erfolgreich. Sehr gut, Commander. Sie verfügen jetzt über Grundkenntnisse für den Einsatz Ihrer Kommandoschnittstelle. Von nun an werden Sie weitaus mehr Einheiten mit ihr steuern können. Jedoch ist die Funktionsweise immer identisch. Machen wir weiter mit dem Recycler und der Produktion von Einheiten. Das ist ganz wichtig. In diesem Einsatz lernen Sie, wie Sie Rohstoffe sammeln und neue Einheiten produzieren. Um neue Einheiten, Waffen und Versorgungsgüter produzieren zu können, müssen Sie Biometallschrott sammeln. Sie finden Schrottfelder an vielen Stellen auf der Mondoberfläche. Es handelt sich um Reste von Meteoritenschauern sowie von zerstörten Einheiten. Wir entdeckten erstmals diesen Schrott beim berühmten Meteoritenschauer von 1952 über der Beringstraße. Unsere Techniker haben den Scavenger entwickelt, Einheiten, die automatisch Schrottfelder abgrasen und quasi wie mobile Staubsauger Schrott sammeln und zum Recycler transportieren. Der Recycler kann dann neue Einheiten aus diesen Ressourcen produzieren. Der Schlüssel zu einer erfolgreichen Kampfführung liegt im Sammeln von Ressourcen und ihrem strategisch richtigen Einsatz. Das ist natürlich auch wieder vollkommen korrekt. Ich kann nicht widersprechen. Bei diesem Einsatz machen wir Sie mit den Produktionsstätten vertraut. Sie verarbeiten ein Material, das wir Biometallschrott nennen, zu Waffen und anderen Gütern. Wir haben hier auf dem Mond Schrottfelder entdeckt, die wahrscheinlich von Meteoritenschauern stammen. Unsere Jungs haben hierzu Scavenger entwickelt, quasi mobile Staubsauger, die den Schrott aufsammeln. Produzieren Sie mit Ihrem Recycler einen Scavenger und sammeln Sie Biometall. Der Recycler ist die Einheit beim Errichten eines Stützpunkts. Ich habe ihn für Sie bereits gewählt. Öffnen Sie einen Funkkanal zum Recycler. Sie werden den Recycler sowohl positioniert als auch mobil vorfinden. Er kann Einheiten nur dann produzieren, wenn er auf einem Geysir als Energiequelle positioniert ist. Ach ja? Der Recycler ist gerade positioniert. Drücken Sie die Null. Er wird sich bereit machen und kann zu einem Geysir in der Nähe des Schrottfeldes fahren. Drücken wir die Null, statt es über den Joystick zu machen, einfach so, weil er wieder nervt. Unterwegs. Der Recycler kann sich jetzt frei bewegen. Ja. Öffnen Sie einen Funkkanal zum Recycler und erteilen ihm den Befehl, Ihnen zum Geysir bei Checkpoint 1 zu folgen. Bedenken Sie, dass der große und schwerfällige Recycler nicht Ihr Tempo halten kann. Wie machen wir das Ganze? Mir folgen? Folge. Oder wir machen es einfach so. Keine Energie. Folge. Oder zum NAV. Können wir auch machen. Wir wählen ihn aus. Keine Energie. Gehe zum NAV. Es gibt keinen NAV. Tatsache. Ach so. Ja, gut, dann, so. Unterwegs. Hole Energie. So, jetzt fährt er eigenständig dahin. Und wir hinterher. Können wir mal lesen. Hauptfabrik der NSDF, der zentrale Anlaufpunkt für Scavenger zur Entladung. Benötigt eine Geysir. Energiequelle. Und da fahren wir jetzt hier hin. So, zack. Dann wollen wir mal. Mal schauen, ob irgendwo Feind in der Nähe ist. Können wir vorher mal in Erfahrung bringen. Weil danach ist es zu spät. Er repariert sich zwar, wenn er da drauf steht, aber auf dem Weg dahin ist er noch ein bisschen anfällig. Okay, geben Sie ihm per Funk den Befehl, auf diesem Geysir in Position zu gehen. Haben wir doch schon. In Bewegung. Führen Sie Ihren cleveren Cursor auf den Geysir. Sie werden merken, dass der Diamant auf dem Boden zu einer weißen Linie wird. Ja, Tatsache. Ihre Kommandoschnittstelle erkennt automatisch, dass der Recycler mit dem Geysir interagieren kann. Das ist ja verrückt. Zielen Sie auf den Geysir und drücken die... Sehr gut. Lassen Sie den Recycler jetzt einen Scavenger produzieren. Öffnen Sie einen Funk. Drücken Sie die 1, damit der Recycler einen Scavenger produziert. Ah ja. Da geht's auch schon los. Alles ein bisschen schicker. Achten Sie die Schrottanzeige auf dem Bildschirm. Behalten Sie Ihre Schrottversorgung im Auge, damit Sie richtig produzieren können. Mitte oben. Piloten 14 von 15. Eins haben wir jetzt natürlich gebraucht für das Mannequin hier. Und er sammelt feinsten Schrott. Glaube ich mal 3 Borken, dann fährt er wieder nach Hause. Kann man auch selber machen, geht schneller. Man fährt auch schneller. Genau, man kann nämlich nach vorne schnell und... Mit Alt kann man langsam fahren oder so? Gehen quasi? Nee.
Ja, wie ging das doch? Scavenger sammeln automatisch Biometall. Ist egal. Nur schützen müssen Sie sie, denn Scavenger verfügen über keine eigenen Waffen. Verteidigen Sie den Scavenger. Ich schicke Ihnen eine Angriffsdrohne. Läuft. So. Kommt hier mit dem Schubregler machen. Oh nein, Feind. Er hängt noch, aber das ist ganz normal. Oh Mann. Nicht so normal ist das Zielen. Ich muss ja auf super leicht spielen. Ich bin ja ein Idiotenmodus. Schwierigkeitstechnik. Sie haben den Scavenger nicht beschützen können. Für einen richtigen Einsatz sind Sie wohl noch nicht bereit. Guter Schuss, Commander. Der ist Schrott. Aha. Okay, Einsatz fehlgeschlagen. Sie haben den Scavenger nicht beschützt. Scavenger zu beschützen ist eine der wichtigsten Aufgaben als Commander bei der RDSDF. Ach, wir kommen nicht weiter. Oh Mann. Ja, bei diesem Einsatz machen wir Sie mit den Produktionsstätten vertraut. Sie verarbeiten ein Material, das wir Biometallschrott nennen, zu Waffen und anderen Gütern. Ja. Wir haben hier auf dem Mond Schrottfelder entdeckt, die wahrscheinlich von Meteoritenschauern stammen. Möglich ist es, ne? Unsere Jungs haben hierzu Scavenger entwickelt, quasi mobile Staubsauger, die den Schrott aufsammeln. Ah, okay. Produzieren Sie mit Ihrem Recycler einen Scavenger und sammeln Sie Biometall. Biometall läuft. Gut, der Recycler kann sich jetzt frei bewegen. Das stimmt. Öffnen Sie einen Funkkanal zum Recycler und erteilen ihm den Befehl, Ihnen zu Galsier bei Checkpoint 1 zu folgen. Genau. Bedenken Sie, dass der große und schwerfällige Recycler nicht Ihr Tempo halten kann. Mhm. Gut, er geht in Position, sieht man auf der Karte, er nähert sich so langsam aus Süd-Südost. Okay, geben Sie ihm per Funk den Befehl, auf diesem Galsier in Position zu gehen. Können wir den vorher schon alle machen? Ich glaube, ich kann auf jeden Fall schon mal ein paar von den Mörsern, oder einen Mörser könnte ich mal in die Richtung lenken. Legen, sozusagen. Achso, ja, macht er das? Oder? Keine Energie, Ihren cleveren Cursor. Drücken Sie die 1, damit der Recycler Läuft. Einen Scavenger produziert. So, jetzt wollen wir mal schauen. Hier liegt die Mine. Sie die Schrottanzeige nee, auf dem Börse. Behalten Sie Ihre Schrottversorgung im Auge, damit Sie richtig produzieren können. Alles klar. Alles klar, komm, mach. Na? Was macht er jetzt? Er sammelt. Schickt dir gleich den Feind. Hoffentlich klappt das auch, wie ich mir das denke. Na? So, er sammelt. Ich hab's da jetzt oben im Blick. Aha, aha. So, darf ich jetzt mal verteidigen, oder? Scavenger sammeln automatisch Biometall. Nur schützen müssen Sie sie, denn Scavenger verfügen über keine eigenen Waffen. Das war gut. Verteidigen Sie den Scavenger. Ich schicke Ihnen eine Angriffsdrohne. Alles klar. Die machen ja richtig ernst hier schon. Der Schuss, Commander. Der das finde ich auch. Schrott. Der ist short, genau. So, das war es. Ja gut, man kann nicht auf Anhieb alles richtig machen. Stimmt schon. So, jetzt haben wir auf jeden Fall mehr Schrott. Wir haben es geschafft, oder? War das Mission? Eigentlich schon, ja. Er ist doch short. Worauf warten wir? Produzieren Sie einen Scavenger, verteidigen ihn. Muss er jetzt nach Hause fahren und dann geht's weiter? Oder wie darf ich mir das vorstellen? Gute Arbeit, Commander. Ach ja. Ich glaube, wir sind hier fertig. Ja, das glaube ich auch. Ja, tschüss. Das war spannend. Tja, Einsatz erfolgreich. Ausgezeichnete Arbeit, Commander. Sie sollten stets auf Ihren Schrottvorrat sowie weitere Rohstoffquellen in Ihrer Nachbarschaft, achten. Nur so können Sie sinnvolle Produktionsentscheidungen treffen. Sollten Sie einmal in einer Notlage sein, können Sie auch jederzeit wieder Einheiten zu Schrott recyceln. Nutzen Sie Ihre Schrottquellen und produzieren sowie kommandieren Sie eine Angriffseinheit. In dieser Mission lernen Sie, Angreifen zu stören, sehr gut, wie Sie einen Flügelmann produzieren und diesen dann kommandieren. Sie werden mit dem Recycler einen Aufklärungspanzer produzieren. Der Aufklärer ist für den Kampf an vorderster Stelle. Was? Unsere Einheiten konzipiert. Aha. Dank seines hohen Tempos, seiner Wendigkeit und seiner modernsten Ausrüstung dient er meist als Aufklärungsfahrzeug. Sie sollten sich im Kampf nicht ausschließlich auf diese Einheit verlassen, aber wenn Sie im Kampf ein flinkes Fahrzeug suchen, haben Sie eine gute Wahl getroffen. Befolgen Sie die Anweisungen, um eine Angriffseinheit zu produzieren und zu kommandieren. Denken Sie daran, dass Sie vor Ihren befindlichen Einheiten mit der Taste T als Ziel erfassen können. Vor Ihnen befindliche, genau. Das stimmt. Habe ich ja schon gemacht. Kann man auch mit dem Mäuschen machen, von daher mit dem... Bei dieser Übung zeige ich Ihnen, wie Sie Ihre Angriffseinheiten produzieren und kommandieren. Ja. Sie mögen ja ein toller Schütze sein, aber wir wollen mal sehen, wie Sie im Team agieren können, wenn Sie feindliche Einrichtungen attackieren.
Unsere Techniker haben Ihren Recycler so ausgestattet, dass er unterschiedliche Güter produzieren kann. Richtig. Befehlen Sie ihm über die Kommandoschnittstelle, dass er einen Aufklärer produziert. Gut. Wählen Sie den Recycler. Habe ich getan. Schicken Sie den Recycler zu einem Geysir. Du hast getan. Produziere. Hervorragend. Wählen Sie den Recycler. Recycler 1, damit der Recycler einen Aufklärer produziert. Ach so. Sie können Ihrem Flügelmann, wie anfangs der Kanone, Befehle erteilen. Er muss jedoch nicht erst auf dem Boden in Position gehen, bevor er in den Kampf eingreifen kann. Mhm. Ich habe Ihnen eine Navigationsboje ins Kampfgebiet gestellt. Sie wird dank Ihrer Kamera zum Ausspionieren des Feindes eingesetzt. Aha. Auch können sich hier eigene Einheiten versammeln. Eine Drohne. Mit 4 wird in dortige Richtung. Eine Liste aller aktiven Kameras angezeigt. Drücken Sie 1 und wählen Sie so die erste Kamera. Ist geschehen. Beachten Sie die Spionagekamera in der oberen rechten Ecke Ihres Bildschirms. Öffnen Sie einen Funkkanal zu Ihrem Flügelmann. Habe ich. Drücken Sie Alt und schicken Ihren Flügelmann zur aktiven Navigationsboje. Ist geschehen. Wir folgen einfach mal. Und, ja, das meinte ich. Ihr Flügelmann nimmt sich automatisch feindlicher Ziele an, wenn diese in seine Nähe kommen. Langsam vorwärts gab es ja auch noch irgendwie. Aber welches Töpfchen, nicht Töpfchen, war das denn? Ich kann es auch mit dem Schubregler machen. Von daher brauche ich die Tasten gar nicht. Ich habe ja viel bessere. Beachten Sie, wie Ihr Flügelmann auf dem Radarschirm blinkt, wenn er angegriffen wird. Sie können so immer erkennen, wenn eine Ihrer Einheiten attackiert wird. Gute Arbeit. Zerstören Sie mit dem Aufklärer die nächste Drohne. Mhm, nur wie? Vielleicht, indem ich... Lass mich ran! ...ihn ranlasse. So, die NAV-Geschichte brauchen wir nicht mehr. Wir folgen ihm einfach mal. Der kriegt das schon hin, der nimmt ja keinen Schaden. Hervorragend. Ist auch schon groß. Aber die platzen relativ schnell, die Einheit. Da muss man ein bisschen aufpassen. Auf Mittel wird es dann nicht mehr so viel Energie kosten, den Feind platt zu machen. Stoppen Sie, bevor Sie in die Reichweite der feindlichen Einheit gelangen. Drücken Sie T und wählen die Drohne als Ziel. So, wir wählen die Drohne als Ziel. Öffnen Sie einen Funkkanal zu Ihrem Flügelmann. Greifen mich jetzt mich an? Oder nicht? Greife an! Drücken Sie die 3 und Ihnen werden alle Ziele angezeigt. Wählen Sie das Ziel, das Ihr Flügelmann angreifen soll. Sie können mit Ihrem Flügelmann zusammenkämpfen, sofern Sie dies wünschen. Nein. Gute Arbeit, Commander. Kehren Danke. Sie wieder zum Stützpunkt zurück. Alles klar. Warte auf B. Achso, warte auf B. Einsatz erfolgreich. Commander, Sie haben alle Einsätze der Grundausbildung erfolgreich gemeistert. Die NSDF überträgt Ihnen einen Kommandoposten im Mondvorposten 3. Das Langstreckenradar fängt feindliche Aktivitäten in dieser Region, in dieser Gegend auf. Daher wünscht unser Kommandostab, dass sämtliche Schrottsammler fortan eskortiert werden. Aha. Herzlichen Glückwunsch zum erfolgreichen Abschluss der Trainingseinsätze und willkommen im Paradies. Naja, nicht so ganz. Allerdings geht das beim nächsten Mal. Sollen wir mal schauen, ob das dann vernünftig ist. Ja, es ist also wie gesagt ein bisschen schwieriger mit dem, ja, mit dem Joystick. Vielleicht werde ich das dann nochmal umstellen müssen. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber ich glaube, man kann auch den Schwierigkeitsgrad notfalls irgendwie anpassen oder so. Mal gucken, wenn es zu krass werden sollte oder wenn es zu einfach wird, kann man es dann nach oben regulieren, was ich aber nicht glaube. Denn wie gesagt, die CCA-Kampagne ist ein bisschen schwieriger. Geht, glaube ich, auch direkt gut los. Er setzt viel voraus. Ich werde auch nicht großartig viel erklären oder was auch immer, sondern ich werde es einfach mal. Ich werde es einfach angehen, ja? Einfach mal Butter bei die Fische. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Genau. Aber das beim nächsten Mal. Das war die Grundausbildung. Und jetzt sind wir hoffentlich wieder warm oder wie auch immer. Und das nächste Mal kann es dann endlich losgehen. Ich freue mich drauf und sage danke fürs Zuschauen bisher und wir sehen uns, wenn es ins Gefecht geht. Bis dahin, ciao, ciao.